So, heute ist der zweite Spieltag der Endangered Lizards. So, also wir haben diese Gegner heute. Das hier ist nochmal das OP.gg von unseren Endangered Lizards. Ja, das ist ein geiler Support. Okay, also ist das dann doch ein Kennen? So, ein Udyr spielt mit Flash. Flash da auch direkt jetzt drauf und da kommt direkt der Flash hinterher. Und das sollte wohl der erste Kill sein. Ja, das ist First Blood für den guten Grace. Also hier nicht zu igniten war wahrscheinlich ein Fehler. Und Hecarim ist jetzt Botlane. Das Ganze wird auch von dem Ward gespottet. Schöne E von der Zarya, snared hier. Arkan hat noch eine E zur Verfügung. Schön gespielt. Reicht da nicht. Und jetzt hat Galio keine... Oh, da flasht man sogar offensiv rein. Und jetzt ist hier ein Fistfight ausgebrochen. Kato ist jetzt auch ohne Mana. Dem stehen nur noch Autotext zur Verfügung. Schön gespielt bis jetzt von Rakan. Und jetzt ist Udyr auch da. Da kommt noch der Snare durch. Und Udyr wird das Ganze jetzt wohl aufräumen können. Kommt der Phoenix. Eka, das Pferd rennt noch weg. Was war das denn? Udyr Stick leistet da jetzt auch gute Arbeit. Galio flasht offensiv rein, schöne Zarya Ulti und jetzt muss man irgendwie den Rakan da retten können. Ja, kein Problem von ihm. Schöner Re-Engage hier und damit ist der Galio einfach tot. Ja, so Q trifft hier, aber das ist egal. Und jetzt kommt eine 2-Mann-4 durch. Oh, schöne Ulti von Galio, followt da jetzt auch. Toplane beginnt auch mit Fight und jetzt kann man das Ganze schön... Rex Ulti trifft, fliegt da hinterher und jetzt möchte man das Ganze hier aufbauen. Schöne Ulti hier von Zarya, flasht das Ganze auch ein, wodurch der Karthus auch noch getroffen wird und man kann hier alle vier Leute von TRG abholen. Und alles in allem passiert da nichts. Hecarim jetzt auch auf dem Weg top, aber wird hier von Udyr gespottet, hat deswegen also keine Lust Hilfe zu gehen und ja, es ist ein schöner Rakan Engage und damit ist auch der Galio tot. So, Udyr Gang ist jetzt hier da. Kennen kein Stundenglas, wird hier einfach abgeholt, flasht das Ganze weg. Und Mitte ist auch währenddessen ein Fight. Vex geht hier, oh nein, das ging alles in die Wall. Aber das ist egal, es reicht. Wie gesagt, ich persönlich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das nicht trifft. Und Rakan ultet hier jetzt auch direkt. Windvoll kommt aber noch rechtzeitig durch, geht aber dementsprechend in die andere Richtung. Wodurch die Zarya einfach von vorne weiter auto-attacken kann. Geil, IOE da mitten ins Nichts, möchte auch gar nicht mehr rüberflashen. Aber man möchte jetzt hart engagen. Schöne Rakan-Ulti. Oh, auch sehr schön von Rakan. Zarya-Ulti ein bisschen zu früh, aber der Flash macht das Ganze wieder perfekt. Rakan geht jetzt nochmal rein, wird leider auf Knock-Up und kriegt noch ein Heal durch. Schönes X aus, aber es ist egal. Udyr währenddessen in der Backline den Hecarim antönt und die Vex-Ulti flog leider daneben. Aber offensiver Flash rein, trifft vier Leute. Und das bedeutet, dass Ken tot ist. Galio jetzt auch nichts mehr zur Verfügung, wird hier abgeholt. Karthus ist jetzt ja auch ganz alleine, aber hat noch Flash. Udyr flasht hinterher, wird hier jetzt auch einfach gewonshottet, der Karthus. Aber da kommt noch eine Karthus-Ulti. Reicht die? Die reicht tatsächlich nicht. Ja, gar keinen Schaden gemacht an Udyr. Ja, Baron damit down. Zarya nimmt hier die Mitte-Wave an. Und jetzt ist TRG an Trappen. Aber das Ganze wird gespottet. Rakan geht hier jetzt auch sofort rein. Ja, so Ulti kommt auf den Rakan. Hecarim ist jetzt auch ein Hard Engagen. Rakan bis jetzt ein Überleben. Zarya muss ulten. Und das trifft alle. Genauso wie der Vex 4. Und da kommt noch die E von Zarya. Hecarim wird währenddessen in der Backline auch fertig gemacht. Vex Ulti hat noch eine Instanz übrig. Und das ist das clean Ace. Und damit sollte das auch das Spiel sein. Der Grace war nicht mal da in Fight. Und es ist für PEL nicht mal knapp gewesen. TRG surrendert hier sogar schon. Und damit geht das erste Spiel unfassbar clean an PEL. Ja, Iredia, man pickt hier noch einen weiteren Damage-Dealer. Und TRG will hier sogar weiterhin die Hosen anhaben, indem man direkt für den Ballsy Top-Invade geht. Aber bis jetzt findet man niemanden. Und das wird auch noch ein bisschen länger dauern, bis man wen findet. Und jetzt ist die Frage, ob Ionian King... Oh ja, der ist anwesend, der reagiert auch sofort. Aber Blitzcrank Flash direkt. Das Ganze wird nicht schnell genug. Der Boomerang fehlt ihm da einfach ein bisschen. Und jetzt muss er aufpassen. Der erste Minion gibt Level 2 für die Irelia. Ja. Stun kommt durch. Level 2 nicht beachtet. Und das ist der Kill für Irelia. Ein. Kommt direkt das Polymorph, macht jetzt nichts. Und jetzt ist Trundle da. Schöner Pillar. Und da wird man nicht rauskommen können. Das wird jetzt ein Fistfight werden. So, Trundle geht währenddessen only auf den Blitzcrank. Holt den hier auch ab. Miss Fortune hat auch keine Summoners mehr. Verliert hier jetzt auch nichts. Und Blitzcrank ist jetzt währenddessen Mitte an Roman. Trundle ist aber auch schon auf dem Weg. Diana ist aber auch gleich da. Blitzcrank geht nach seinem Hexdeck vielleicht schöner Predict auf den Hook.
Blitzcrank Hashtag flasht jetzt drüber. Huckt auch erfolgreich den Victor, aber jetzt ist der Trundle da und der haut auf ihn ein. Blitzcrank immer noch kein Flash und der wird hier einfach abgeholt. Ja, das wäre wirklich was für uns. Und jetzt ist der Yenna top auf dem Weg, aber der Irelia ist das egal. Die geht jetzt schon für den Fall und holt da auch den Solo-Kill. Und der Irelia dann trifft Naul sogar noch vorher. Und jetzt ist Trundle Mitte an Ganken. Pillar sitzt. Ja, so hat auch Flash zur Verfügung. Und Blitzcrank ist auch da. Der Yenna auch. Trundle wird geultet. Trundle kann er jetzt einfach rauslaufen. Jinx Ulti kommt auch noch. Trundle ist dabei einfach rauszulaufen. Er läuft einfach raus, wenn er seine Megaform hat. Oh. Jetzt fängt hier aber der nächste Fight an. Lulu wird hier gehuckt, hat keinen Flash mehr zur Verfügung, aber Trundle wusste das Ganze und kommt hier mit dem Gank. Das Ganze ist ja also ein 4 gegen 4. Schöner Poke, der hier noch auf den Yasuo runterkommt und anscheinend möchte man jetzt hier reingehen, aber der Trundle kommt da leider zu spät. Jinx wird da gehuckt. Da stehen alle in der Miss Fortune Ult. Man kann jetzt zumindest noch die Diana vorher abholen. Jinx versucht noch das Beste, indem sie kitet, aber das bringt gar nichts mehr. Trundle hat da noch versucht zu helfen. Irelia Ulti. Na, Ulti. Ja, na, versucht direkt zu disengagen. Und jetzt ist Trundle da. Trundle ist endlich auf der Toplane angekommen und ist jetzt auch an Helfen. Irelia hat jetzt nichts mehr zur Verfügung. Stun sitzt allerdings nochmal. Und jetzt ist die Frage. Nein, es reicht nicht. Den T1-Tor gekriegt und man hat hier Vision und die Jinx wird hier einfach gehuckt. Jetzt ist die Frage, ob man das Ganze noch irgendwie turnen kann. Das ist ein extrem starker Damage. Oh! Die Lulu muss da rüber flashen. Miss Fortune flasht auch der Jinx hinterher. Und jetzt ist die Lulu in einem 1v1, aber da hat sie gar nichts mehr zu suchen. Und Blitzcrank. Och, der wird da gespottet. Wie frech. Was ist denn das für ein Pathing? Oh ja, so ultet. Und jetzt kommt die Trundle-Ulti. Und jetzt ist die Frage, kann der Trundle lange genug überleben? Beziehungsweise, nee, das ist alles egal. Die Victor-Ulti trifft leider gar nicht erst den Yasuo. Versuchen ein bisschen Ressourcen einzusetzen. Und jetzt wird hier die Jinx gecatcht. Oh, schöne Combo, kein Problem. Für TEG, da hat die Jinx einfach komplett gewonnen. Schottet Nati Pete hier ins Nichts, aber schöne Ulti, trifft hier drei Mann, aber da gibt es leider keinen Follow-up, weil der Victor top ist. Die Pflanze wird hier noch ein bisschen getrollt. Trundle findet leider keinen Engel und jetzt wird die Lulu hier gecatcht, hat keinen Flash mehr und die wird hier jetzt auch einfach abgeholt und währenddessen ist jetzt Victor angekommen. Na, aber leider keine Megaform mehr. Bringt nochmal den Boomerang, ja, so ist jetzt hier ein bisschen out of position, keine Ult mehr für ihn. Und man kann ja weglaufen. Noch vorher killen. Also auch ein Wasted Herald von PEL. Und jetzt ist Blitzcrank wieder on the hand. Lulu hat keinen. Oh, dodgt hier erfolgreich Q. Aber läuft dafür in alle anderen rein. Und wird hier auch einfach abgeholt. Man versucht jetzt hier die Diana in der Zeit zu catchen. Und das ist ein durchaus guter Catch. Victor E trifft leider nicht. Trundle flasht auch offensiv hinterher. Aber kriegt die Q leider nicht raus. Jetzt kommt die Q hinterher. Diana Ulti, Victor Combo. Aber das Stundengas bringt genug aus. Und das ist sogar ein Kill von der Diana. Sehr schön gespielt von Cheesemaker. Und das ist auch ein guter Yasuo-TP. Exos ist da aber direkt drauf. Aber das ist im Endeffekt egal. Schöne Combo, die man hier sieht. Und na, jetzt kommt der Mega-Nah. Aber der ist nur zum Gissengelchen da. Oh, auch noch eine schöne Yasuo-Tornado, der hier im Endeffekt ihn wahrscheinlich sogar das Leben rettet. Irelia währenddessen komplett Ramazamba machen auf der Sideline. Nahen Dodge das Ganze. Dann wird auch wieder weg. Blitzcrank Flash. Und da wird jetzt der Victor gekommen. Und der überlebt Anne. Die Crown macht da gute Arbeit. Aber währenddessen Diana in der Backline. Und keiner kann der Jinx helfen. Die wird ja auch einfach fertig gemacht. Von dem Yasuo, da er einfach zu gefeedet ist. Ne, sieht nicht danach aus. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Irelia hier einfach den Nah tötet. Ulti sitzt. Stun sitzt auch. Trundle ist jetzt aber auch da. Irelia Autotech sie aber einfach zu Tode. Und damit ist der Nah tot. Die Tower sind aber allerdings leider schon alle down und TRG fokus einfach den Nexus und das ist das Spiel für TRG. GG damit an TRG. So, damit sehen wir die Tabelle. PEL ist momentan noch weiterhin auf Platz 1 und damit wünsche ich noch eine gute Nacht. Tillelü.